willkommen zu Gitarrenkram. Heute wieder für euch im Studio der Gonz und ich, der Carsten. Genau. Und wir machen jetzt unseren zweiten Versuch von Brothers in Arms. Ja, beziehungsweise der wird jetzt funktionieren. warum das letzte Mal nicht geklappt hat, haben wir schon erklärt in Gitarrenkram aktuell in der Oktoberausgabe. Und Album Classics, Brothers in Arms. Erstmal kurz, warum machen wir das überhaupt? Also, was ist unser Hintergrund? Wir haben eigentlich nur zwei Folgen dafür vorgesehen, für diese Reihe, nennen wir es mal so. Ob wir die dann unter anderer Prämisse nochmal erweitern, schauen wir mal. Ne? Aber eigentlich sind da nur zwei Alben vorgesehen. Das erste war ja unsere dritte Folge. Genau, da ging es um Yes, 90-125, ein Album, was wir beide sehr mochten, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber was uns irgendwann mal aufgefallen ist, dass wir das beide sehr mögen. Genau, und das ist der Grund, warum wir das machen. Ne? Wie uns ist nachträglich irgendwann aufgefallen, zufällig beim Autofahren irgendwie vom Konzert nach Hause oder zum Konzert hin, dass wir die beiden Alben irgendwie sehr, sehr, sehr doll mögen, ne? In meinem Fall ist halt so, ich bin halt auch irgendwie Dire Straits Fan und ich bin auch Yes Fan. Bei dir ist es eher. Bei mir ist das speziell punktuell für diese Alben. Ja, genau. Wobei, da kann ich auch bei Dire Straits jetzt gleich auch noch was dazu sagen. Und da haben wir gedacht, komm, dann sprechen wir doch mal drüber, wenn wir die so gern hören, ne? Genau, machen wir eine Folge für euch. Dann vielleicht findet ihr euch ja auch an einer oder anderen Stelle wieder. Oder vielleicht. Kennt ihr das Album gar nicht und seid mal angeregt, euch das mal anzuhören? Ja. Im Zeitalter von Spotify und YouTube Music und wie sie alle heißen, ist das ja kein Problem. Wir würden es euch auf jeden Fall sehr empfehlen, das mal zu tun. Genau. Wollen wir erstmal kurz über Dire Straits reden? Das machen wir. Was heißt überhaupt Dire Straits? Dire Straits heißt, also ich habe das mal irgendwo gelesen von, oder es ist auf jeden Fall so gemeint gewesen, dass die halt komplett pleite waren, ja. Also der Mark Knopfler hat auch, glaube ich, bei einem von den anderen irgendwie auf der Couch gewohnt eine Zeit lang, ja, weil er kein Geld hatte für eine eigene Wohnung und sowas. Und das heißt halt ernste Schwierigkeiten, beziehungsweise halt total pleite, mehr oder weniger. Ne? Abgebrannt. Abgebrannt, genau, irgendwie sowas. Und das waren sie halt damals und deswegen haben sie die Band so genannt. Ja, ja. Konnten sie ja damals nicht wissen, dass sie später mal Millionseller werden. Genau. Und die Gründungsmitglieder damals waren also Mark Knopfler, über den, ja, der Haupt... Sänger, Gitarrist, genau, Songwriter. Genau, der große Mark Knopfler. David Knopfler, sein jüngerer Bruder. John Isley und Pick Withers, also John Isley am Bass und Pick Withers am Schlagzeug. Und dann hatten die natürlich gleich im ersten Album... Oder auf dem ersten Album Sultans of Swing. Genau, Riesenhit. Ja. Da auch zwei Gitarren, ein typischer Zwei-Gitarren-Song. Ja. Kennt man dann später nicht mehr. Der David Knopfler ist ja 1980 ausgestiegen aus der Band. Ja. Und fortan gab es nur noch einen Gitarristen. Ich glaube, haben die immer zwei Gitarristen gehabt. Ich weiß gar nicht, wenn man hier guckt, ehemalige Mitglieder, sieht man ja auch, dass hier Hal Lindes und Jack Sonny als Mitglieder gelten, ne? Okay, kenne ich beide nicht. Und Phil Palmer. Phil Palmer dann live. Ja. Ja. Den habe ich damals auch live gesehen. Ich hab ja Dire Straits auch live gesehen. Ich nie, auch Mark Knopfler nicht. Das ist so eins der Konzerte, der kommt ab und zu mal oder kam ab und zu mal und dann musste irgendwie 150 Euro abdrücken für so eine Karte und irgendwie, also für mich geht die Verhältnismäßigkeit da irgendwie flöten. Ja, also ich habe, wie gesagt, Dire Straits sogar gesehen auf ihrer letzten Tour. 1991 und 1992, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten ja das letzte Studioalbum auch damals in unserer 91er-Alben-Folge besprochen, kurz. Und da war ich ja in Frankfurt in der Festhalle und dann ist ja drauf noch im Waldstadion hieß es damals noch in Frankfurt. Ne? Dann Commerzbank Arena und mittlerweile heißt es irgendwas mit Deutsche Bank Gedöns. Ja, Deutsche Bank Arena auch, oder? Ich glaube nicht. Irgendwie sowas. Das ist das Waldstadion. Ich finde, das ist das Waldstadion. Ja, als als echte Urpässe. Ja, und als Konzert-Venue klingt das besser, Waldstadion, genau. Ja, und da gab es auch noch keine Euro, deswegen hat die Karte hat halt, weiß ich nicht, was die damals kostet, 60, 70 Mark. Ne, das war noch. So Geschichten damals. Ne? Ja.
Lange ist her, da war ich noch gar nicht geboren, oder? Naja. Naja, na doch schon. ja, Dire Straits. Hatten dann mit Sultans of Swing einen riesen Hit. Aber in England war es ja sogar so, dass das erst gar kein Hit war. Es ging so ein bisschen unter in der Punkwelle, die ja damals war. Es ist, 78 war das ja, 77, 78 irgendwie. Und irgendwie wurde das aber nochmal re-released und ist dann aber dann auch ein großer Hit geworden. Aber so Rest Europa und Amerika, weiß ich jetzt nicht genau, war es aber direkt schon ein großer Hit. Ja. Ne? Und das Album hat sich dann dementsprechend gut verkauft. Dann gab es noch ein paar Nachfolgealben, die sich, also wenn man jetzt so nachträglich auf die Verkaufszahlen guckt, sich nicht ganz so gut verkauft haben, aber immer noch im Millionenbereich, also über 2 Millionen insgesamt. Und da waren auch immer irgendwelche Hits drauf. Also es war damals schon eine bekannte Band. Und dann kam 1985 dann halt Brothers in Arms und das wurde dann der Mega-Seller mit 30 Millionen verkauften Einheiten. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich trotzdem noch mal ein bisschen über Dire Straits weiterreden. Weil, also ich habe die Alben, die Studioalben, oder die meisten zumindest. Ich muss aber sagen, ich habe da früher, damals in den 80er, 90er Jahren, auch immer mal reingehört, aber das war nie so meine. Ich bin da auch nie so richtig mit warm geworden. Es waren immer nur so einzelne Lieder. Und ich hatte dann, gab es ja dieses Alchemy Live-Album. Mhm. Und die Lieder, die da drauf sind, das war irgendwie immer so meins. Ne? Wahrscheinlich, weil ich das habe ich hoch und runter geguckt. Ich hatte das als VHS, gab es das damals noch. Das war damals das Videosystem. Ja. Und als Kassetten, große. Genau, als Doppel-CD, die ich dir dann geschenkt habe. Genau, die habe ich geerbt, genau. Nachdem du die Remastered nachgekauft hast. Ja, da gab es dann irgendwann vor ein paar Jahren so eine DVD-Box, wo dann halt die CDs auch nochmal remastered mit drin waren. Und dann habe ich dir die alte CD geschenkt. Ne? Ich glaube, War das noch so eine dicke Hülle sogar? So eine dicke, ja. So wie hier bei, habe ich hier gerade liegen, bei Metallica hier noch, wo man hier halt so richtig richtig aufklappen, Platz für ein Booklet und ja, so. Ja. Das war schon was. So war das damals, ne? Ja, bei der Gelegenheit hast du mir übrigens auch noch 2 Yes-CDs geschenkt. Genau, ja. Ja. Und ich habe ja damals, konnte ich noch keine Gitarre spielen und hatte mir dann aber irgendwann, das war Anfang der 90er, Mitte 90er, weiß ich gar nicht, hatte ich mir meine erste Gitarre gekauft, die Hohner-Gitarre mit einem kleinen Hohner-Amp und habe dann immer zu der Brothers in Arms, nicht zur Brothers in Arms, sondern zu der Alchemy Gitarre mitgespielt, konnte aber gar nicht Gitarre spielen, habe dann halt auch mehr so die Solo-Lines, aber halt nicht das, sondern irgendwas, die armen Nachbarn, ja, also wirklich, mir ging es mehr darum, cool zu sein, diesen Sound zu haben und halt irgendwie so zu tun, als wäre ich Mark Knopfler, ja, und nicht, also ich meine, ich hätte auch gern so geklungen, also dass ich das Richtige gespielt habe und das, keine Ahnung, so hoch war mein Anspruch gar nicht damals. Ich meine, immerhin war das eine Strat-Kopie und sie war rot. Ja, genau. Immerhin. Und die hast du ja dann damals auch geerbt? Genau. Hab da ein bisschen dran rumgebastelt. Du kriegst immer meinen Müll. Hab dann das angefangen gebastelt, Projekt dann irgendwann bei eBay Kleinanzeigen zum Selbstkostenpreis dann verkauft. Weiterverkauft. Genau. Ja. Genau. Wer auch immer die jetzt gekauft hat, viel Spaß damit. Ja, ich hatte, ist schon kultig. Ich hatte damals auch so meinen Spaß. Also das hat mir schon Spaß gemacht, ne? Auch wenn das. Also ich meine, ich habe den Amp jetzt nicht voll aufgetreten, sowas, ne? Aber ich sag mal, ich habe ja damals in der Stadt gewohnt, in Gießen, ne? Und wenn da Leute vorbeigegangen sind im Sommer und ich hatte mein Fenster offen, die mussten das dann schon mal ein paar Sekunden hören, solange wie sie da vorbeigelaufen sind. Ne? Selbst war halt, so. Ja. Ne? Gut, da gab es ja die Galerie Neustädter Tor noch gar nicht. Die gab es damals noch nicht, ne? Sonst wären es noch ein paar Leute mehr gewesen, ja. Ja, das war das. Also ich habe das Alchemy-Album gern gehört und da sind auch wirklich ein paar Klassiker drauf, die halt auch Hits waren damals. Private Investigation oder Romeo und Juliet und sowas. Tunnel of Love, glaube ich, ne? Und und dann kam halt Brothers in Arms. Ja. Ne? Und das habe ich ja quasi dann, also die ganzen anderen Sachen habe ich natürlich im Nachhinein erst kennengelernt. Ne? Und Brothers in Arms, da war ich, und du wahrscheinlich auch schon so mehr oder weniger, bist ja irgendwie einen Monat jünger als ich, eine Woche. Roundabout. Ja.
Liegt zwischen uns anderthalb Jahre? Anderthalb Jahre ungefähr, ja. Das haben wir ja quasi von Anfang an mitgekriegt. Also ja, ich nicht so richtig. Ja. Also ich kam erst ein bisschen später dazu. Ja. Ich war in der 9. Klasse, glaube ich, Schüleraustausch in Frankreich und mein Austauschschüler oder dessen Papa, die haben irgendwie in der Bibliothek sich regelmäßig Platten ausgeliehen und die hatten sich die AC/DC Back in Black ausgeliehen und die Dire Straits Brothers in Arms. Und die fand ich beide richtig mega cool, die Platten. Und habe mir die dann auch auf Kassette aufgenommen. Ich habe mir dann damals also Kassetten gekauft in Frankreich. Gab's da, konnte man auch in Frankreich kaufen. Das war schon praktisch. Und habe die dann in meinem mobilen Kassettenabspielgerät gehört. Ja. Ich würde ja sagen Discman, aber es war keiner von Sony. Und nur von Sony durfte Discman heißen. Das stimmt. Nee, nicht Discman, Walkman. Der hieß Walkman damals von Sony. Genau, Walkman, ja. Ja, also ich habe nicht den Sony gehabt. Ich habe, glaube ich, einen von Grundig oder irgendwie sowas gehabt. Und dann habe ich dann auf meinem mobilen Kassettenabspielgerät fleißig dann auf der, ich glaube, das war sogar eine Kassette, auf der einen Seite war die Brothers in Arms und auf der anderen Seite war die Back in Black drauf und ich musste von der Brothers in Arms dann, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Lieder weglassen. Oh. Ja. Aber nicht Brothers in Arms, oder hast du... Nein. Ich habe aus der Mitte welche, die ich nicht so cool fand, damals weggelassen. Ja. Und die CD habe ich mir erst viel, viel später gekauft. Mhm. Aber die hatten natürlich, die Dire Straits, den Grundstein für CDs schon bei der Aufnahme gelegt. Ich glaube, 85 gab es noch keine CDs. Oder es war erst so im Kommen oder abzusehen. Ja, genau. Denn, kleiner Funfact, die Brothers in Arms war das erste Album, was komplett in DDD digital aufgenommen, worden ist. Also digital aufgenommen. DDD heißt ja digital aufgenommen, digital gemischt und digital gemastert. Ja, genau. Also es ist früher auf den CDs stand dann drauf, DDD oder ADD oder AAD. Guck mal, ob das hier und auch später hat man das nicht mehr da drauf geschrieben. Ja. Und später war es zum Teil sogar so, dass eine CD gar keine CD per Definition mehr war. Also in dem Moment, wo ein Kopierschutz drauf war, durfte das gar nicht mehr eigentlich CD heißen in dem Sinne. Und die ursprüngliche Idee war, CD war 74 Minuten lang und später wurden die ja dann bis 80 Minuten lang. Und das war ja eigentlich auch außerhalb dieses, wie hieß das, irgendwas mit Redbook. Das war irgendwie dann außerhalb dieses Standards. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob der Redbook-Standard dann irgendwie erweitert wurde auf die 80 Minuten. Aber gut, das ist vielleicht, also ich meine, es gab sogar eine Iteration, wo es 63 Minuten war. Das war einmal so eine Grenze. Echt? Und dann 74 Minuten. Okay, das kenne ich nicht. Ich glaube, es gab Rohlinge. Okay. Auf 63er, 64er und noch. Aber das ist so lange her. Ja. Die meisten von euch können sich da auch wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Nee. Ja, bei mir war es ja so, dass ich, also ich habe das damals schon, die erste Single war ja So Far Away. Das habe ich schon damals mitgekriegt. Die fand ich auch gut. Ich hatte, also 1 oder 2 Singles hatte ich damals in der Bravo, ich habe damals die Bravo gelesen wohl irgendwie, auf jeden Fall gab es dann immer so eine Seite, wo 2 Songtexte drauf waren, konntest du so auseinanderschneiden, ich glaube, es war sogar so, und dann halt zusammenfalten, dann war auf der einen Seite ein Bild, glaube ich, und auf der anderen Seite war der Text. Genau, und die deutsche Übersetzung dafür genau, die deutsche Übersetzung, du kriegst ja hier rein, ich wollte es gerade sagen, genau. Und also entweder hatte ich das von Walk of Life oder wahrscheinlich von Money for Nothing. Auf jeden Fall eine von den Singles hatte ich, oder vielleicht sogar 2, hatte ich diese Texte mit Übersetzung. Das Album selbst habe ich auch nicht gekauft. Wie gesagt, da war ich 85, war ich 11. Das habe ich auch noch auf Kassette überspielt bekommen von meinem Onkel. Der war aber schon damals sehr technikaffin, will ich nicht sagen. Aber es kann schon sein, dass der einen der ersten CD-Player hatte, ne? Also, dass das schon von CD war. Also, ich musste auf jeden Fall die Kassette, ich habe damals meistens 45er Kassetten benutzt, also 90er Kassetten benutzt, die man dann nach 45 Minuten umdrehen musste. Und ich musste das Album auf jeden Fall umdrehen. Ja, ja gut, das hat ja ordentlich Zeit. Ja, und ich habe das sehr gern gehört. Ich habe das gern abends zum Einschlafen auch gehört. Das klingt jetzt vielleicht so irgendwie, aber das ist in dem Mittelteil, wo du scheinbar einiges rausgeschmissen hast, ne, sind auch sehr ruhige Lieder drin, da kann man natürlich super bei einschlafen. Ja, gut, auch Brothers in Arms hat eine tolle Atmosphäre zum Einschlafen, auch wenn es sehr spannend ist, aber kommen wir gleich noch dazu. Ja, genau. Ich kam eigentlich mehr so über MTV, dann hat man ab und zu mal Musikvideos gesehen. Es gab ein Musikvideo zu Money for Nothing.
so ein animiertes. Mhm. Das lief ab und zu mal im Fernsehen. MTV habe ich damals, glaube ich, noch nicht geguckt. Nee. Da war ich da. Damals gab es, also MTV Europe gab es auch damals noch gar nicht. Da müssen wir nämlich auch noch gleich dazu kommen. Genau, und das andere, Walk of Life, das hat man auch oft gesehen, weil das ist so ein Video gewesen mit so Sportpannen eigentlich. Genau, genau. Die ganze Zeit. Das war auch lustig anzugucken. Ja, heute wird man, nee, heute wird man es auch nicht mehr, aber damals war das quasi Pleiten, Pech und Pannen mit Walk of Life unterlegt und so ein paar Live-Video-Schnipseln auch noch reingeschnitten. Ja. Ja. Und was habe ich gesagt, war die erste Single hier? So Far Away. So Far Away. Das, da gab es auch ein Video, aber da kann ich mich jetzt auch nicht... Ich glaube, da fliegen so irgendwie über irgendwelche Großstädte, das weiß ich noch, dass man da irgendwie so Wolkenkratzer sieht und sowas von oben. So Thronblick quasi. Gab es zwar noch damals noch nicht, aber trotzdem gab es halt diese Kamera. Und wenn es die gab, war es streng geheim. Genau. Und die vierte Single war dann Brothers in Arms. Da gab es auch ein Video, das war so halb gezeichnet. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Kann ich mich nicht erinnern. Ja. Okay, und es, hier im Wikipedia steht auch noch, dass wohl auch noch für Your Latest Trick irgendwie in UK eine Single gab. Also da steht sogar, dass Brothers in Arms nur in UK rauskommt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, gechartet heißt es. Ach so, gechartet, okay. Ja. Also das kann man vielleicht noch sagen, das Album, aber auch die vier Singles waren in meiner Erinnerung Riesenhits. Ja, und Money for Nothing war damals mit das Größte. Das war echt der Kracher, fand ich. Und das war ja, wenn man jetzt die Chartplatzierung sieht, in Deutschland ist es gar nicht so hoch. 15, ich meine immerhin, ne? Das, ja, nee, ich bin 19 sogar nur. Aber 15 Wochen und ja. Damals. Also die CD-Abteilungen waren ja riesig früher in den Geschäften. Ja. Also, ja, ich kenne ja das noch, aber. Wenn du mal in Karstadt in die CD-Abteilung gegangen bist, dann so gab es dann irgendwie so Rock, Pop, Alternative, mehrere Reihen und Kram. Jetzt und inzwischen, wenn du jetzt mal irgendwie in den Mediamarkt gehst, dann kriegst du so, sagen wir mal, die aktuellen Top 50 Alben und die Albenverkäufe sind ja auch, das meiste geht ja digital. Ja. Und dann musst du mal Glück haben. Oder man bestellt es Oder man bestellt es direkt bei Amazon. Ja. Hast du übrigens mitgekriegt, Long Distance Calling haben diese Nighthawk EP jetzt auch digital wieder veröffentlicht. Ich habe sie gestern direkt mal bestellt. Schöne Grüße, Long Distance Calling. Genau, ich wollte auch mal reinhören. Also, das Brothers in Arms war in meiner Meinung nach auch in Deutschland ein großer Hit irgendwie. Also, ich habe das jedenfalls so in Erinnerung, ja, dass das alles große Hits waren. Ich bin dann zum Fan geworden und Money for Nothing war für mich schon irgendwie der Inbegriff eines damals modernen Rocksongs. Ja. Naja gut, es fängt ja schon an mit diesen verzerrten Gitarren, wo ich dachte so, Metal. Ich sag mal, damals war halt auch Bon Jovi irgendwie fast schon, also das Hard Rock hat man damals gesagt, ne, aber das hat man auch als hart empfunden. Das klingt halt heute wie Kindergeburtstag, ne? Aber damals war das... Ich wollte schon sagen, damals hieß es noch so Scorpions, das sind so die härtesten und... die Zeiten waren halt anders. Und genau, dann, das muss man halt immer so in Kontext setzen. Ne? Und dann, wenn so, was hörst du gerne? Bon Jovi? Ach, du bist ein Heavy. Ja. Und dann so, okay. Damals war das okay. Heute würde ich sagen, jemand, der jetzt heute sagt, er hört gern Bon Jovi, den würde ich sicherlich nicht als Metalhead bezeichnen. Ja. Wobei, ich hatte, das war auch witzig, wir hatten damals schon mit dem Alex zum Beispiel, mit dem wir meine erste Band gegründet haben, und wir hatten damals schon so ein paar Kumpels, bevor ich dich kannte, war das, wir wollten eine Band gründen, wir konnten damals noch keine Instrumente spielen. Und da habe ich damals noch so gesagt, zu dem anderen, also es war klar, ich würde Gitarre spielen, ein anderer würde auch Gitarre spielen. Ne? Und zu dem habe ich gesagt, hier, ja, ich würde gern so Rocksongs machen, so hier wie Dire Straits. Ne? Und also hatte sowas wie Solid Rock oder sowas, ne? Und der guckte mich nur so an. Nee, mehr so wie AC/DC, gell? Also da gab es schon Unterschiede, also der war jetzt nicht so... Der hatte da schon gemerkt, dass jetzt Dire Straits nicht so die härtesten waren. Ja. So ungefähr. Auf jeden Fall, es war schon ein großer... Also für mich war das schon Dire Straits damals eine große Nummer. Und insgesamt war so mein Empfinden, das war es ja. Ich meine, das Album, das kann man jetzt nochmal sagen, hat sich 30 Millionen Mal verkauft. Genau. Wurde aber auch, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es sonst viel weniger gewesen wären, wurde damals auch teilweise bei neuen CD-Playern dazugelegt von Sony und von Philips. Ne?
Also da hast du, wenn du dir dann den richtigen Sony CD-Player gekauft hast, hast du das Album schon dabei gehabt. Aber ja, gilt als eins der erfolgreichsten Alben, also die so als Tonträger verkauft wurde. Ne? 30 Millionen, das schlägt schon so in die Riege von Thriller, Back in Black, Dark Side of the Moon. Ja, ich glaube nicht ganz, aber... Nicht ganz, aber auf jeden Fall, also zweistellige Millionen ist schon... Ist schon, ja. Ist schon also ordentlich. Wir haben jetzt zum Vergleich über das Yes-Album, wo wir drüber gesprochen haben, das hat, glaube ich, 5 Millionen oder sowas verkaufte Einheiten gehabt. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Ja gut, wenn man sieht, Formate, in denen das erschienen ist, CD, DVD, Audio, Dual Disc, LP, MC, Hybrid, SACD. Ja gut, aber ich denke mal, also jetzt... Hybrid SACD und DVD Audio und Dual Disc, was immer das ist, da werden die ja nicht viel verkauft haben. Selbst die MC wurde wahrscheinlich jetzt im Vergleich zu den anderen wenig verkauft. Ich denke mal, am meisten wurde schon die CD dann verkauft und dann wahrscheinlich gefolgt von der LP. Ne? Ja, gut, der wahrscheinlich. Rest sind nur so paar. Ja. Paar aber immerhin ist es auf allen Dings erschienen. Ja. Das Album wurde aufgenommen. In Montserrat, das ist irgendeine Insel irgendwo, in Karibik, sowas, genau. Ich weiß gar nicht, 84 oder 85? Beides, also da steht von November 84 bis März 85. Also alles, was wir erzählen, vieles davon könnt ihr auch auf der Wikipedia einfach nachlesen. Genau. Und damals waren auch Police da und haben Synchronicity aufgenommen, ne? Halt dieses... Every Breath You Take auch drauf ist, ne? Der in ihr Riesen. Und deswegen kam es halt dazu. Also es war wohl irgendwie so, habe ich jetzt nochmal irgendwo gehört, dass Mark Knopflers Ding halt, weiß nicht, das Album oder zumindest Money for Nothing vorgespielt hat. Und hat dann gesagt, ja, da habt ihr jetzt mal einen Riesenhit endlich oder so nach dem Motto. Ne? Also da muss man vielleicht heute auch mal so, würde ich gerade mal reingrätschen, dazwischen sagen, also gerade damals war Money for Nothing eigentlich mit Abstand der größere Hit gegenüber Sultans of Swing, würde ich, also in meiner Wahrnehmung. Mhm. Kann natürlich sein, weil ich, also Sultans of Swing war schon was sehr Besonderes, ne? Aber das Sultans of Swing ist ja heutzutage eigentlich das Ausstellungsstück von Dire Straits, und wenn jemand ein Reaction-Video macht oder sowas, ja, dann Sultans of Swing. Aber das war damals eher, würde ich sagen, dann nach Blossoms and Arms Album quasi Money for Nothing mehr so, ne? Ja, also würde ich auch dabei. Übrigens, von Sultans of Swing habe ich die Maxi-CD, die haben das ja irgendwann nochmal irgendwie re-released, okay. Und dann habe ich mir die Maxi-CD davon gekauft. Ja. Damit mit der Blossoms and Arms und dieser Maxi-CD hatte ich alles, was ich brauchte von den Dire Straits. Okay. auf jeden Fall hat das Ding wohl gesagt, ja, da habt ihr ja jetzt euren Hit, das wird wohl ein Riesenhit werden. Und dann hat der Mark Knopfler halt gesagt, ja, dann sing doch auch. Tu mal was dafür. Ja, genau. Und dann hat er halt dieses Want My MTV mit reingesungen. Und das ist ja, das hat mir beim letzten Mal auch gar nicht erwähnt, weil ich das jetzt auch irgendwo überlesen hatte oder überhört hatte. Das ist ja die Gesangsmelodie von Don't Stand So Close to Me von Police. Ah, okay. Ja. Und deswegen hat er ja auch Songwriting Credits auf diesem Song. Ne? Ah, okay. Ja, jetzt verstehe ich das auch, weil er hat ja zu dem Song an sich, ja zu der Liedstruktur und den Akkorden so, ja eigentlich eher weniger dabei getragen. Ja. Aber klar, die Songwriter Credits, wir haben es irgendwann schon mal erwähnt, kriegt normalerweise der die Gesangsmelodie komponiert hat. Ja, genau. Ja, wir erwähnten es irgendwann schon mal. Ja, das dazu. Und von den Musikern her ist ja, damals war der Schlagzeuger, der Terry Williams, und der hat wohl gerade bei Money for Nothing, hat der wohl irgendwie was nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Scheinbar, also so wie sich der Mark Knopfler das wohl vorgestellt hat, und deswegen wird das dann nachträglich nochmal vom Omar Hakim eingespielt, wobei dieses Intro, dieses Bekannte, das ist wohl schon von dem Terry Williams. Okay. Das ist ja auch der Drummer, der damals bei dem Alchemy-Video und auf der CD halt getrommelt hat, und der ist auch einfach, finde ich, schön anzusehen, also der ist halt so ein richtiger physischer Drummer irgendwie, okay. Ne? Das macht Spaß, hinzugucken. Das ist ein guter Begriff, physischer Drummer. Ja.
Weil ich mag, wenn man Schlagzeugern zuguckt, man hat das Gefühl, die haben keine Körperspannung und die streicheln die Trümmelchen da nur so. Das macht keinen Spaß zuzugucken. So, der richtig, arbeitet richtig. So richtige Tiere, das macht mehr Spaß. Ich meine, die machen ja sonst nichts. Sie sitzen ja nur da. Also wenn sie jetzt nicht den Oberkörper richtig krass bewegen, denkst du, können sie auch gleich einen Drumcomputer laufen lassen. Naja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich fände das schon allein mit der Fußarbeit sehr anstrengend. Ja, ja, aber ich meine jetzt aus Sicht von jemandem, der im Publikum ist. Ach so, ja, ja. Und da guckt halt einer zwischen den Trommeln raus und der macht nichts. Ja. 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 Das meinte ich damit. Ich will die Leistung eines Schlagzeugers keinesfalls schmälern. Ja. Das ist extrem anstrengend, keine Frage. Ja, gut, es ist halt die einen so, die anderen so. Ich meine, ja, ich habe Kiss gesehen mit Peter Criss. Das ist eine rühmliche Ausnahme. Das war echt unspektakulär. Ja. Ich meine, es gibt halt auch Musiker, die vielleicht mehr oder weniger ruhig an ihrem Platz stehen und trotzdem eine gewisse Ausstrahlung haben. Oder du meinst Bassisten? Oder es passt halt einfach zu der Band oder zu dem Künstler. Ja. Ist ja. Aber in der Regel mag man es gern, wenn da irgendwie was passiert auf der Bühne, logischerweise. Ne? Ja. Das ist ja, das Auge isst mit, ne? Genau, und dann waren die Brecker Brothers, haben auch mitgemacht auf dem Album. Ja, also das sind ja ein paar... Das sind wohl Studio-Cracks oder ich weiß nicht, wo die ihren Background haben. Das sind Brüder und der eine spielt Trompete, der andere spielt Saxophon. Ja, und das sind ja einige Blas... Wie sagt man denn das so? Blas... Passagen. Ja. Ne, Brass... Könnte man so sagen, Blaspassagen in dem einen oder anderen Song. Jetzt weniger in den Hits tatsächlich, aber dann, wenn wir dann hier bei Your Latest Trick oder Ride Across the River, glaube ich, da so reinkommen, ne, da gibt es dann einiges. Aber da werden wir dann gleich nochmal von erzählen. Genau. Und dann, das war uns ja damals aufgefallen, bei unserer ersten Version, ne, das werden wir dann auch nochmal erwähnen. Hat ja mein Geliebter, oder unser Geliebter eigentlich, Tony Levin auch mitgespielt und wir haben es dann auch irgendwann, als wir es dann wussten überhaupt. Ne? Genau, dann haben wir mal drauf geachtet und dann haben wir ganz speziell drauf geachtet auf die Basslinie und bei einem Lied hat man ganz deutlich gemerkt, das klingt deutlich anders als der Rest. Wir kommen dann nachher dazu, wir werden gleich Track für Track nochmal durch die Platte gehen. Genau. Ja, ich würde sagen, da sind wir auch so langsam soweit, ne? Ja, sollten wir mal machen. Ja, genau. Ihr wollt ja irgendwann auch mal nach Hause. Genau. Also wir hören uns jetzt das Album nochmal an, ne? Und ihr hört nicht mit, sonst haben wir wieder das Problem wie das letzte Mal bei der letzten Aufnahme. Und wir sprechen dann, nachdem wir jedes Lied gehört haben, sprechen wir dann irgendwie immer mal kurz was an. Ne? Und dann sind wir auch bald fertig. Ja, vielleicht. Vielleicht. Wir versprechen das immer, es klappt aber nicht so oft. Gut, also dann geht's mal los mit So Far Away. Ja gut, also wir müssen das jetzt nicht immer kommentieren. Das müssen wir mal gucken, wie wir das zurechtschneiden für euch. Ja. Ne? Bis gleich. Ja, gut, für euch ist ja jetzt kein Unterschied. Ja, im Video wird jetzt irgendwie ein Cut sein, vermutlich. Ja. Also Far Away From Me. Textlich sind wir ja jetzt nicht so die großen... Also ich achte oft nicht auf die Texte. Da geht es wohl irgendwie darum, dass jemand... Also weit weg ist. Öfter unterwegs ist und so weiter und halt da so seinen Kampf mit hat, ne, dass er von der Familie und so weiter weg ist. Musikalisch, wie gesagt, es war damals die erste Single, das war wahrscheinlich mit so das erste Dire Straits Lied überhaupt, was ich dann so bewusst wahrgenommen habe. Und ich fand das damals, kann ich mich noch dunkel dran erinnern, eigentlich sehr gut. Das hat dann mit der Zeit so ein bisschen nachgelassen, weil das ist dann schon so eine... Es passiert nicht viel irgendwie. Genau, es hat seine Längen. Wir haben vergessen zu erwähnen, auf der CD sind die Stücke oftmals länger als auf der LP. Stimmt, die CD ist 10 Minuten länger, knapp 9 oder 10 Minuten länger wie das Album. Aber es sind die gleichen 9 Stücke drauf. Die sind halt kürzer und auf der LP... Und was uns aber aufgefallen ist, ist, dass die oft einfach nur ein bisschen länger ausgefadet sind. Also das sind ewige, lange Fade-Outs. Ja, ja, also jetzt gerade bei So Far Away From Me, gehen wir auf die andere Wikipedia-Seite, ist in Klammern auch, steht immer dann, So Far Away ist auf der LP knapp 4 Minuten und auf der CD über 5 Minuten. Ja. Und die letzte Minute, die ist halt einfach nur so
es wiederholt sich die ganze Zeit und blendet so aus, so hier und da nochmal irgendwie ein Drumfill extra. Also es gibt ja auch hier sowas wie Walk of Life zum Beispiel, was einfach nur 5 Sekunden länger ist. Und manchmal sind auch einfach nur 5 Sekunden, also so kommt es einem vor, 5 Sekunden Stille noch hinten dran irgendwie so, ne? Wahrscheinlich müsst ihr das mit Kopfhörer dann nochmal hören oder so, dass da vielleicht nochmal ein bisschen der Fade-Out ein bisschen... Ja, da sind vielleicht noch satanische Botschaften versteckt. Genau. Also rückwärts abgespielt. Interessant wäre jetzt zum Beispiel Why Worry, das wirklich 3 Minuten länger ist, ne, was da der Unterschied aber ist. Aber kommen wir noch hin. Ja, aber wir werden die kurze Version nicht hören. Ja, das stimmt. Ja, ja, was dann sofort bei So Far Away From Me auffällt, der Gesang, also das ist halt Mark Knopflers typisches Stilmittel, das spricht so halb. Ja, ja, ich habe mir gerade überlegt, was ist denn da mit Songwriter-Credits, wenn es gar keine Gesangsmelodie gibt? Ja, gut, also ich meine, es sind ja trotzdem Melodien. Es gibt natürlich sowas und der Refrain hat auch schon so eine gewisse Melodie, und aber es passt auch gut. Man kennt es, also entweder weil man sich so gewöhnt hat, wir kennen es ja auch nicht anders, aber das ist halt unverkennbar sein Stil. Genau. Das setzt sich auch durch das restliche Album eigentlich sofort. Ja, mehr ist jetzt nicht, wo man sagen könnte, Mensch, das ist jetzt wirklich toll gesungen. Also das ist nicht das Ding von den Dire Straits. Das ist mir hier und da auch nochmal aufgefallen. Live ist das ja teilweise noch viel schlimmer bei ihm. Ne? Also da ist ja im Studio ist das ja nochmal eine Ecke besser halt einfach. Ja gut, im Studio konnte er sich dann ja beim Singen auch auf Singen konzentrieren. Er hat ja da nicht noch gleichzeitig Gitarre gespielt. Genau, genau. Da fällt mir jetzt nochmal ein, so generell was du beim letzten Mal gesagt hast, das ist jetzt gar nicht auf So Far Away bezogen, aber du hast gesagt, Dire Straits oder Mark Knopfler wäre ja gar nicht so für das Solospiel bekannt gewesen. Dem würde ich ja mal ganz stark entgegentreten wollen, ja. Und zwar, also gerade, wie gesagt, ich habe ja da quasi meine Solospiel-Jobs her, ne, von Dire Straits. Auf dem Album ist es tatsächlich... jetzt nicht so, dass da die großen Solos rausgeholt werden. Hier und da mal so ein bisschen, ne? Aber das ist da schon ein bisschen reduziert. Brothers in Arms würde ich mal, aber das ist jetzt auch, ja, ist schon ein Solo. Das hat ein Gitarren-Solo, ja. Ja. Also ich finde, der ist da schon bekannt für. Also ganz extrem für Sultans of Swing. Sultans of Swing. Klar. Aber wie gut kennst du eigentlich Telegraph Road? Nein. Da machen wir mal ein Reaction-Video zu. Okay. Ja? Ja, das machen wir. Okay. Also, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Dire Straits bestehen für mich aus Brothers in Arms und Sultans of Swing. Ja, okay. Und links und rechts davon kenne ich reichlich wenig. Ach so, dann aus Gitarrensicht haben wir ganz vergessen. Mark Knopfler spielt ja ohne Plektrum. Ja, der ist ja ganz berühmt, dass er der... Fingerpicker. Fingerpicker, genau, der Fingerstyle-Gitarrist, ne? Das muss man natürlich mal erwähnen in so einer Folge. Ne? Der hat ja aber auch nur, also nicht hier, was er sich wie so ein klassischer Gitarrist, der dann irgendwie 5 Finger benutzt. Der hat eher so diese 2-Finger-Technik, ne? Daumen und hier so Zeigefinger, Mittelfinger irgendwie so. Sieht immer so aus, als würde er die zusammen benutzen. Das war ja in der Gitarre und Bass früher, war das ja dann immer Standard. Also, das hast du gefühlt in jeder zweiten Ausgabe gelesen. Zum Beispiel Money von Nothing, kommen wir ja gleich zu. Das klingt nur so, wenn du das mit den Fingern spielst. Ich meine, klar ist das so. Das berühmte Intro von Smoke on the Water übrigens, 035, ist auch mit Fingern gespielt. Okay, wusste ich nicht, ja. Ja. Der war da lange Zeit sehr, also ich sag mal, wie Dire Straits halt einfach noch mehr im Munde waren. Da war das große Aushängeschild so der Gitarristenszene. Der spielt ja auch mit den Fingern. Das ist ja was ganz Eigenes irgendwie, was ganz Spezielles, und ist ja auch so, ne? Ja, das ist was Besonderes. In der Rockmusik hörst du das jetzt nicht so. Ich meine, gut, heutzutage hast du natürlich hier diese Tepper, die spielen natürlich auch mit den Fingern. Ja, genau. Gut, ich sag mal, es gibt halt auch musikalische Stilrichtungen auf der Gitarre. Da ist es einfach nicht möglich, das mit den Fingern zu machen. Ja. Also wir haben ja ein Reaction-Video gemacht zu Trivium. Ja. Ich lade euch alle herzlich ein, versucht mal das mit den Fingern zu spielen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Gut, So Far Away. Gut, check. Ja, waren wir durch. Also ich meine, das zieht sich halt so ein bisschen durch. Das ist so, das hat so keine richtigen Höhepunkte. Und zum Ende zieht sich schon arg. Ne? Sehr. Ich glaube, das haben wir schon bei der letzten Folge nicht bis zum Schluss gehört, weil wir gesagt haben, okay, gut, jetzt passiert nichts mehr. Genau. Okay.
Dann, ja. Tja, dann kommen wir zum zweiten Track. Genau. Money for Nothing heißt der. Ja, wollen wir erstmal textlich. Also das war so, dass der, ich weiß nicht genau, was für ein Laden, Mark Knopfler war in Amerika in irgendeinem Laden drin. Und da waren wohl irgendwie zwei Angestellte, die in dem Laden arbeiten. Der eine war wohl irgendwie auch Auslieferungsfahrer. Und die haben da MTV geguckt, ne? Und haben dann halt, also er hat dann wirklich sich einen Zettel und einen Stift wohl geben lassen oder dabei gehabt und hat quasi aufgeschrieben, was die erzählt haben da, weil er das grandios fand. Der, also diese ganzen Schoten, die in dem Lied gesungen werden, die sind quasi von dem, eigentlich müsste er da... eigentlich müsste er da die Credits abgeben, ja. Und das fand er so köstlich und er wurde da wohl auch wegen der Sprache wohl, die da benutzt wurde, weil da wohl auch irgendwie, ich weiß nicht, gegen, also was, das war halt alles nicht immer so politisch korrekt, die Ausdrucksweise, sagen wir es mal so. Okay. Ne? Und da wurde er halt schon angegriffen, hat er gesagt, ja gut, aber das war halt authentisch, das ist ja, habe ich mir ja nicht ausgedacht, das habe ich einfach nur da abgeschrieben quasi, ne, was die gesagt haben, oder aufgeschrieben, was die gesagt haben. Und ja, das ist quasi der Text, also das... ne? Ja gut, das passt auch. Ich meine, man hört dann so auch, wie sie dann erzählen, ja, wir müssen hier die Mikrowellenherde installieren und ja. die Fernseher. Ja, und die spielen da Gitarre auf MTV, gell, und kriegen die ganzen Kohle und ja, vielleicht kriege ich eine Blase am kleinen Finger oder am Daumen, um Gottes Willen. Ja, ja. Ja, und kriegen das Geld für nix und die Chicks for free. Ja. Damit ist gemeint Geflügelfleisch. Ist klar. Ja, also das war das. Dann 8 Minuten 26. Ja, ist auch ein Stückchen länger als die anderen Versionen. Das meiste wahrscheinlich auch wieder hinten im Fade-Out. Also ganz charakteristisch in dem Song. Also erstmal, es fängt an mit Keyboard-Flächen. Ja. Die Dire Straits hatten von Anfang an keinen Keyboarder. Er kam erst später dazu. 1980. Ja, und ich glaube, Walk Off, So Far Away From Me ist auch ohne Keyboards oder ganz dezent nur. Nee, So Far Away sind schon Keyboards, die hast du da schon raus. Ja. Also es wird mit den Keyboards mehr im Laufe des Albums, auf jeden Fall. Ja, die hatten ja zu der Zeit dann auch zwei Keyboarder sogar. Ne? Auf jeden Fall, und dann kommt halt Sting auch schon rein, ne? Mit dem Gesang am Anfang. Ja. Und dann kommt, wie ich finde, dieses, das fand ich immer am geilsten, dieses Schlagzeug eigentlich. Die Schlagzeug, genau. Dieses mit unglaublich viel Dynamik. Wenn ihr es mal anhört, hört es euch mal richtig laut an. Es fängt ja sehr, sehr leise an. Genau. Und es ist schon wirklich eine Riesenstimmung, die da aufgebaut wird. Das ist schon richtig cool. Ja. Man hat dann fast das Gefühl, dann so, wenn es dann losgegangen ist und dann kommt irgendwie der Bass rein. Dumm, 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 dann okay, jetzt die Stimmung wieder voll. Und dann kommt halt das Gitarrenriff, dieses bekannte Money for Nothing Riff, was du ja auch schon mal ganz grandios vorgespielt hast, irgendwann hier in dem Podcast. Und da ist ja auch, also das wurde, also erstens mal ist es verzerrt, was bei Dire Straits auch nicht so oft vorkommt. Ja, leider, schade. Dann ist es Les Paul, was auch, glaube ich, nicht so oft vorkam. Davor, das war ja eher, er war ja eher bekannt für die Strat. Aber wohl, wenn man sich das Alchemy-Video anguckt, also er spielt auch viel Akustikgitarre oder halt diese Dope, das Video haben wir gar nicht genannt. Ne? Diese Dopo, ja, genau, das Dopo, was auch die auf dem Album vorne drauf ist. Das Cover, ne, ist ja diese Dopo. Die Dopo, also Dopo ist ein Markenname einer Resonator-Gitarre. Genau, die in dem Fall, ich hätte jetzt gesagt, voll aus Metall ist, also dieser, der Korpus ist voll aus Metall, der Hals ist natürlich aus Holz. Ja. Genau, und ganz wichtig natürlich, ein ganz spezieller Effekt, den er da verwendet, ein Cocked Wah, also ein festgesetztes Wah-Wah-Pedal, der anscheinend dann mit dem Wah-Wah, das ist ja so ein Mittenfilter eigentlich, den man mit dem Fuß bedient, und er hat anscheinend eine Stelle gefunden, die ihm besonders gut gefallen hat, wo anscheinend die Mitten vielleicht auch ein bisschen geboostet werden oder so, und hat das Wah an der Stelle festgehalten oder vielleicht hat auch die Federn rausgenommen und hat es auf die Position gestellt. Ja. Und was was wohl noch passiert sein soll, ist bei der Aufnahme, dass der Studiotechniker halt am Tag vorher schon mal drei Mikros reingestellt hat, so fast wahllos, ja, für die Gitarre. Und dann hat dann der eine
Gitarrentechniker oder Produzent oder irgendwie sowas hat dann gesagt, wie sie das aufnehmen wollten. Ja, und aber die Mikros standen noch nicht richtig so, wie sie eigentlich gedacht waren, sondern halt noch so wie am Vortag einfach so mehr oder weniger grob reingestellt. Und dann haben die gesagt, nee, das klingt so geil, lass das mal so stehen. Ja, hm. Irgendwie, also irgendwie eins hat auf dem Boden gezeigt und sowas. Ne? Also das war nicht so, wie es gewollt war. Und ja. Ja, gut, man weiß natürlich, wenn es drei waren, nicht, ob eins stand vielleicht gut und das hat 90% vom Sound ausgemacht. Ja. Es gab ja irgendwie. Aber das sind halt immer so nette Anekdoten. Ja, ja, das sind dann so Schwenke. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht, welcher Gitarrist das war, ob es irgendwie Brian May war oder irgendwie sowas, wo dann irgendwie die Geschichte war, ja, er hat dann festgestellt, irgendwie, wenn er das dann im Gästeklo den Amp auf den Boden legt und das Mikro oben in die Ecke hängt, dass es dann besonders geil klingt. Und dann habe ich mich mal mit einem Tonmann unterhalten, als wir damals mit Blendsentit aufgenommen haben, dann sagt er, ja, das mag schon sein. Und der Toningenieur hat dann 95% von dem normalen Amp-Mikro genommen und 5% von dem anderen so homöopathisch dazugemischt, damit er glücklich wird. Ja, genau. Ja, also das Ding, sehr prägnant. Das Ding hat in einem Musikvideo auch den kleinen Hund gespielt. Das war ja überhaupt das Geilste, ja, dieses Gejaule. Ich meine, das musst du halt auch erstmal bringen, dass du so ein Gejaule irgendwie, also hört euch das Lied mal an, ja, und dann zwischendurch gibt es so ein Gejaule. Und ich meine, unser Eins, ja, der damit aufgewachsen ist, ne? Also das muss man vielleicht auch noch sagen, da sind dann halt auch irgendwelche Effekte teilweise drauf, wo du dann halt dort auch so denkst, naja, gut, ja, das klingt halt schon so ein bisschen nach 80er Jahren, ne? Aber für uns ist das halt normal. Wir sind halt, wie gesagt, damit aufgewachsen. Und dieses Hundegejaule, ja, also ich meine, für uns ist also in dem Video auch schön dargestellt, ne? Ja. Zu dem Video kommen wir gleich noch. Und aber auf die Idee erstmal zu kommen, da so ein Gejaule irgendwie reinzubringen. Und wenn wir das halt hören, dann jaulen wir da auch mit, ne? Das ist dann halt so, weil wir das halt. Das habt ihr jetzt Gott sei Dank in der Version verpasst. Genau, das gar hätte es in der anderen Version gegeben, ja. Die leider geblockt wurde. So, ja, ich weiß nicht, musikalisch, ja, es, wie gesagt, es zieht sich ein bisschen. Es gibt auch eine Single-Version, die ist dann irgendwie 4 Minuten lang. Die fängt dann, glaube ich, direkt mit dem. Die fängt direkt mit dem Schlagzeug-Dings. Nee, nicht mit. Ach nee, direkt mit der Gitarre schon. Mit der Gitarre an. Ja, genau. Das ist natürlich sehr schade. Ja. Schön bei den Gitarren ist, es sind gerade zum Schluss hin mindestens 2 Gitarren zu hören. Eine links, rechts, ziemlich hart gepennt im Panorama. Ja. Hört es euch mal mit Kopfhörern an, das ist schon ganz cool gemacht. Die auch nicht das gleiche spielen, ne? Ja, genau. Ja. Das ist mir so, ich sag mal so, im Autofahren oder sowas fällt dir das gar nicht so auf. Und dann hier so, ich sag mal, in der Studio-Variante oder dann halt mit Kopfhörern, da hört man dann sowas auch raus. Und dann am Schluss, ja, wie gesagt, das Sting, dann, also es wird ja dann dieses Money for Nothing und so immer weiter am Ende, keine Ahnung, 4 Minuten lang immer. Also da ist nicht viel drin, ne, viel Unterschied. Ein bisschen schon. Also es, ja, wie gesagt, hätten sie es 2 Minuten kürzer gemacht, wäre es vielleicht auch okay gewesen. Aber gut, es ist trotzdem ganz nett anzuhören. Ne? Ja. Das ist, und dann hast du halt den Sting, der dann noch dieses I Want My MTV singt irgendwie mit der Melodie von was hat man Don't gesagt? Stand So Close Don't to Me. Stand so close so to grob, me. Wir haben es mal gerade ausprobiert. Ja, es passt so ungefähr schon. Ja. Und Sting hat aber auch hier und da so kleine Backing-Vocal-Stings, wo er dann eine zweite Stimme zu dem Marknopf da singt. Mhm. Ja. Und das Video wurde damals, da kam ja in den 80er Jahren kamen ja diese Videos groß raus, also generell durch MTV halt. Und Mark Knopfler war wohl kein großer Fan von solchen großen Videoproduktionen. Der fand das halt besser, hier einfach Band hingestellt und aufgenommen, so ungefähr. Ne? Und aber irgendjemand, Plattenfirma, was weiß ich, wer wollte halt dann noch ein anderes Video haben. Dann gab es halt diese Computeranimation, die ja mit so großen Pixeln gefühlt. Die ja heute, ja, das waren ja 3D-Flächen, ne? Die ja heute scheiße aussehen, aber damals war das halt, ich sag mal, das hast du auf dem Heimcomputer noch nicht hingekriegt. Das hast du nicht so hingekriegt und ich meine, der Hund, klar, bestand aus lauter Flächen, wenn du jetzt mal vergleichst mit irgendwie neueren Pixar-Produktionen, wo zum Teil jedes Haar einzeln animiert wird. Also ich kann mich erinnern, ich hatte auch Ende 80er Jahre, glaube ich, meinen ersten Computer gekriegt und ich hatte dann damals so ein. Das war aber nicht mal auf dem ersten Computer. Ich glaube, das war schon auf dem Atari ST. Das muss also eher so Anfang 90er gewesen sein. Und da hatte ich so ein Star Wars Spiel, wo du
irgendwie auf Hoss rumfliegen kannst und die Ad-Ads. Da gab es so eine bestimmte Stelle, konntest du draufschießen und konntest halt so ein Ad-Ad töten, kaputt schießen. Und das waren auch solche 3D-Flächen schon. Mhm. Aber die waren, das war schwarz-weiß, das war nicht farbig ausgefüllt, weil das konnte der Rechner damals noch nicht. Genau. Ja. Ich kann mich auch an irgendein Star Wars-Spiel erinnern, wo du dann auch auf dem Todesstern irgendwie durch diesen Tunnel fliegst, um dann da am Ende irgendwie dann die Rakete in dem Luftschacht loszuwerden. Ja, ja. Und auf jeden Fall, also das war schon, für die damalige Zeit war das schon State of the Art. Ja. Kann man vielleicht so. Ja, war auch was Besonderes, ja, muss man sagen. Das auch, ja. Aber es sind trotzdem auch Band. Teil Schnipsel dazwischen, die dann aber auch nochmal nach, so neonmäßig nachkoloriert wurden. Und da gibt es ja auch dieses Best of Dire Straits Album, das hat, glaube ich, genau dieses Cover, ne, wo dann, er hat ja immer dieses Schweißband am Kopf gehabt, ne, das ist dann halt so neon-orange und sowas, ne. Das war ja so typisch 80er, ja. Nee, nicht orange, sondern pink, meinte ich. Pink, ja. Aber Neon ist im Kommen. Ja, ich habe mir gerade vor ein paar Wochen eine neon gelbe Weste gekauft. Ja. Das ist ja auch schon sehr... Ja. Na gut, die ist schon länger. Die habe ich dir vor 5 Jahren aus Amerika mitgebracht. Genau, ja. Aus San Francisco, wie da draufsteht. Ja, ja, und Money for Nothing war das erste Video auf MTV Europe. Damit hat MTV Europe gestartet zu senden. Genau. Also nicht das normale MTV. Ihr wisst alle, das erste Video damals war Video Killed the Radio Star von den Buggles. Buggles, ja. Hast du letztens mitgekriegt irgendwo, dass bei den Buggles, es gibt irgendwie in den Live-Dings, wo sie bei Top of the Pops gespielt haben, wo der Hans Zimmer Keyboard gespielt hat irgendwie. Ich weiß nicht, ob der damals in der Band war oder so. Aber gut, hat jetzt gar nichts hiermit zu tun. Fiel mir gerade ein. Ja. Und das war MTV Europe 87 und das war das erste Video, was da gesendet wurde. Und dann auch oft danach, also ich habe es da oft gesehen. Ja, gut, es gab ja noch nicht so viele Videos damals, da mussten sie halt die paar, die sie hatten, dauernd zeigen. Ja, gut. Money for Nothing. Money for Nothing, check. Gehen wir zum nächsten Song, der dritte Song. Walk of Life, das war ja dann auch die dritte Single. Über das Video hatten wir ja schon gesprochen, das ist mehr so eine Rock'n'Roll-Nummer, würde ich Rock'n'Roll bis Country, würde ich fast sagen. Ja, genau, ja, Country fast so. Hat es aber immer auf der Tele gespielt. Und da ist ja dieses berühmte, diese Orgel. Das ist, das ist so eigentlich die Trademark von dem Stück. Und also das war damals auch ein Riesending. Also für mich als Kind quasi, ja, fand ich das großartig. Heute hat es sich so ein bisschen rausgehört quasi. Also was heißt rausgehört? Also ja, also wenn ich jetzt das Album höre, dann ist Walk of Life eher nicht so, das würde ich eher überskippen, glaube ich. Sogar, ja, ne? Genau, das wäre bei mir auch so. Ja. Damals auf meiner eine Seite Kassette, 45 Minuten, war das da natürlich noch dabei. Das würde ich jetzt heute tendenziell vielleicht weglassen. Ja. Es war sogar so, dass Mark Knopfler das gar nicht auf dem Album haben wollte. Fällt mir jetzt gerade ein. Und es gab aber Leute, die gesagt haben, nee, das muss drauf. Und dann wurde tatsächlich abgestimmt. Und irgendwie war die Mehrheit wohl doch dafür. Gut, hätte man sich einen großen Hit gespart. Ich glaube, das war dann am Ende schon... Ja. Aber gut, ist halt die Frage. Ich weiß auch nicht, wie viel Spaß das dann macht, das live zu spielen. Aber ich denke, wenn die Zuschauer dann dementsprechend abgehen, dann ist das dann auch okay. Ja. Ja. Gut, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also eine Anekdote, die ich nicht kannte davon. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass bei Dire Straits das eine gottverdammte Demokratie ist, sondern dass der Mark Knopfler einfach über alles bestimmt. Aber ja, in dem Fall wohl irgendwie hat er sich überstimmen lassen. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, glaube ich, warum der... Das Glas ist koffeinhaltig. Oh, tut mir leid. Steht auf dem Glas drauf. Das ist ja der Grund, warum sein Bruder damals ausgestiegen ist, irgendwie, weil Mark Knopfler irgendwie selbst über alles bestimmen wollte oder da zu wenig Raum für andere gelassen hat. Kann sein. Aber ich meine, hätte er mal König der Löwen geguckt, dann hätte er gewusst, wie das funktioniert mit dem großen Bruder. Aber ja, ich glaube sonst... ich glaube, zu Walk of Life müssen wir gar nicht viel... Nö. Viel. Guckt euch mal das Video an, dann kennt ihr das Lied auch. Und wahrscheinlich habt ihr es auch schon mal gehört. Zumindest kommt euch dieser Orgelteil bekannt vor. Und das Video ist auf jeden Fall witzig anzugucken.
Ja. Ist sehr unterhaltsam, ist leichte Kost und nach 4 Minuten habe ich das auch kaum geschafft. Genau. Und jetzt kommt so ein bisschen der ruhigere Teil des Albums, wo halt auch die, was halt auch keine Singles waren und keine Hits, aber eigentlich dann, wenn man so will, so ein bisschen die Hidden Gems sind, ne? Die versteckten, wie würde man es auf Deutsch ausdrücken? Die versteckten Juwelen, Edelsteine. Ja, genau. Das sind so, also da kann man viele tolle Sachen jetzt entdecken. Und wir hören jetzt noch mal kurz in Your Latest Track rein und dann erzählen wir euch was dazu. Ja, das ist der Track Nummer 4. Fear, Your Latest Track. Das ist jetzt wieder mehr so eine ruhigere Nummer. Ja, was ist das für ein Style an Musik eigentlich? Ich könnte es gar nicht so sagen. Also das ist fast tanzbar, aber jetzt nicht im Sinne von partymäßig tanzbar, ja, sondern... Also ich würde es so ein bisschen in die... Ist eher jazzig vielleicht sogar irgendwie. So ein bisschen vielleicht sogar Latin von dem Rhythmus. Ja. Ja, schwer zu sagen. Also sehr geprägt vom Saxophon auf jeden Fall. Ja, genau. Wobei das Intro, es fängt erstmal mit einem Trompeten-Intro an. Ja. Hat der Michael Brecker gespielt und Saxophon der Randy Brecker oder andersrum? Die Keine beiden ja. Blechbrüder. Hat mir ja schon gesagt, dass auf dem Album hier und da mal geflötet wird. Und das ist so ein Stück. Und aber also sehr, sehr eingängige Melodie, die wirklich das Lied trägt. Ja, also das ist. Ich finde auch, wenn man sich das anhört, denkt man so, diese Saxophon-Melodie habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Das klingt irgendwie total vertraut. Ja. Und also nicht so auf den Zack gehend irgendwie, finde ich, sondern wirklich, dass ja, das ist. Ja, also. Weniger gitarrenlastig. Genau. Also dieses. Auch, aber ja. Diese Saxophon-Hook kommt immer wieder und wo der Gons jetzt gerade sagt, auf den Sack gehend. Gerade dann, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte es mir langsam auf den Sack gehen, geht es zum Ende hin, verlässt er das, also er variiert das erst und verlässt das Ganze und die letzten 2 Minuten sind mehr oder weniger Saxophon-Solo und ist eigentlich ganz cool und dann macht es doch auch Sinn, dass dieser Song am Ende dann 6,5 Minuten hat. Ja. Also für den Saxophon-Fan ist das cool, alle, die mit der Gießkanne nichts anfangen können, den Song könnt ihr streichen, aber... Ja, trotzdem, ein cooler Song, auf jeden Fall. Ein total cooler Song, hat eine total so eine ruhige Atmosphäre. Ja, genau. Und Why Worry, der nächste Song, der ist, glaube ich, auch eher so... Der ist noch ruhiger. Noch ruhiger, genau. Ja, und eine sehr, sehr lange Nummer, spannt einen sehr, sehr langen Spannungsbogen. Ja. Also wir haben gerade mal drauf geachtet, es dauert über eine Minute, bis der Gesang überhaupt losgeht. Genau. Und dann ist der Song eigentlich nach 4,5 Minuten fertig. Ich nehme mal an, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so langsam der Endpunkt einleitet für die LP-Version. Ne? Genau, die ist ja über 2 Minuten kürzer. Also 3 Minuten. 3 Minuten, ja, richtig. Rechnen könnten müssten wir. Ja. Und dann geht der Song quasi nochmal los. Also nicht wie vorher, sondern das ist schon irgendwie eine andere, Akkordfolge, sage ich mal. Und dann tut das Schlagzeug auch erst einsetzen. Ne? Ja, genau. Nach 6,5 Minuten kommt das erst so richtig rein. Also es kommt so ein bisschen Percussion-Sinn am Anfang, so Holzblöcke, so Duck-Duck. Ja, genau. Und so Geschichten. Und dann kommt irgendwie so mal 1, 2, 3 Toms, aber erst dann in diesem langen Instrumental-Outro-Teil. Ja, ja. Und dann ab 6,5 Minuten fadet das Schlagzeug erst irgendwie so langsam noch mal ein bisschen ein dazu. Ja, genau. Ansonsten wiederholt sich dann am Schluss dieser Keyboard-Teil immer wieder und hat einen riesen Spannungsbogen. Der Gons hat vorhin gesagt, er hat das zum Einschlafen gehört. Also ein optimaler Einschlafsong eigentlich. Ja. Aber sehr, sehr schön gemacht. Ja, und da wird schon halt auch die Zeit genommen, das Lied so ein bisschen zu entwickeln. Ne? Und das sind auch ein paar richtig schöne, ja, nicht aufregende, aber schöne Gitarren einfach drin. Ne? Ein kleines Gitarrenlick hier, ein kleines Lick da. Genau. Sehr, sehr geschmackvoll. Sparsam, so viel wie nötig. Ja. Also mich würde mal interessieren, das machen wir jetzt hier nicht mehr in der Sendung, aber ich werde mir mal irgendwie diese Albumversion, also diese LP-Version von Why Worry anhören. Wie gesagt, da wird wahrscheinlich dieser Endteil fehlen, ne? Aber das wäre mal interessant. Gut, das nächste Stück wäre dann Ride Across the River. Ich glaube, da tun wir so ein kleines bisschen, aber nicht viel, nochmal eine Schippe drauflegen. Also das war jetzt sehr ruhig, ne? Ja. Und Ride Across the River ist jetzt auch kein, wie soll man sagen, da geht's jetzt nicht richtig rund. Ist auch kein Metal-Song. Nee, aber es ist ein bisschen mehr. Gut.
Ja. Ja. Ja, so, nachdem wir jetzt quer durch den Fluss geritten sind. Ja, das war ganz witzig, weil am Ende kommt so ein Sound und das klingt so ein bisschen wie der Anfang von Sledgehammer. Das könnte man jetzt schön da hinten dran spielen. Ja, Ride Across the River, grandioses Stück. Auch eher auf der ruhigeren Seite, ne? Genau, ich würde sagen, hauptsächlich eigentlich basiert auf der Percussion, sind irgendwie, weiß nicht, ob das Steel Drums sind oder sowas. Die ziehen sich fast wie eine Loop durch den ganzen Song durch. Ja. Und aber auch verzerrte Gitarren, viele, die halt so, also zum einen ein Solo ist da, ein längeres Solo in der Mitte drin, ja, aber auch immer mal so Fill-Ins zwischendurch. Und dann ist es halt auch wieder so ein längerer Outro-Part, sag ich mal, wo man dann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen rausnimmt, aber immer diese Steel Drums oder was da immer durchspielen. Und dann wird halt einfach ein bisschen was reingespielt von der Gitarre. Oder auch, wir haben ja auch wieder hier einen Bläser mit dabei. Genau, ne? Trompete. Was auch irgendwie, wo ich gerade gesagt habe, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich das Album halt so gut kenne, das sind halt einfach auch grandiose Melodien, die da einfach gespielt und auch teilweise gesungen werden. Ne? Genau, und was ich toll finde, also man hat so eine Keyboard-Linie, die dann dazu passt, die klingt so ein bisschen, als wäre so panflötenmäßig irgendwie so der Sound sein. Und man kann sich eigentlich genau vorstellen, wenn man dieses Lied hört, so wie man in Südamerika oder irgendwo durch den Amazonas paddelt und irgendwelche Ureinwohner da am Trommeln sind, okay, alle Klischees hier erfüllt, sorry. Aber, aber man kann sich das bildlich vorstellen, finde ich. Ja, das ist ein ganz grandioses Stück. Also für uns ist es ja so, das haben wir hier jetzt noch gar nicht erwähnt. Wie gesagt, wir haben ja jetzt diese Singles quasi, die haben sich ja für uns, ich glaube, das haben wir bei anderen Gelegenheiten auch schon mal gesagt, die haben sich ja über die Jahre von so ein bisschen tot gehört. Ne? Okay. Und wir hatten das ja vorhin schon mal gesagt, dass da so die Hidden Gems sind. Ne? Und das heißt, ich würde fast sagen, auch wenn Money for Nothing so ein bisschen das Überstück, ja, vielleicht mit Brothers in Arms von dem Album ist, Ride Across the River ist bis jetzt eigentlich... Echt der Geheimfavorit, so ein bisschen. Das ist das stärkste Stück. Aber wir haben ja noch drei Stücke übrig. Und jetzt kommt eigentlich unser Favorite. Genau. Ja. Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ja. Auch schon bei dem Song davor, bei Why Worry, in dem Outro hatte man das Gefühl, da spielt ein Fretless Bass. Ja. Das hat vermutlich nicht der Stammbasser gespielt, sondern es ist noch ein anderer, in den Liner Notes ein anderer Bassist erwähnt. Und auch bei Ride Across the River sehr geschmackvoll, sehr wenig Noten auf dem Bass. Auch bei dem Gitarrensolo, da ist keine einzige Note zu viel, und aber allein dadurch, dass es so minimal ist, passiert gefühlt irgendwie so viel in dem Song. Das macht das so spannend. Ja, genau. Gut, aber dann kommen wir jetzt zu Man's Too Strong. Müssen wir uns den nochmal anhören? Oder? Also, ich meine, wir wollen schon gern, aber. Oder können wir da so drüber reden? Ich glaube, wir können so drüber reden. Der ist so präsent eigentlich. Ja, also Man's Too Strong ist. Fängt erstmal auf der Akustikgitarre an. Ja. Aber auch schon ein geniales Lick irgendwie. Genau, auch irgendwie ein bisschen holprig, als wäre es irgendwie ein krummer Takt. Ja. Aber es passt perfekt, fast wie Arsch auf Eimer. Ja, und gesanglich auch, also von der Melodie sag ich mal irgendwie, also wirklich interessant. Und du sagtest dann beim letzten Mal auch, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so markant ist, aber ob da jetzt von Dur auf Moll gewechselt wird in der Harmonie. Auf jeden Fall wird dann dieser Refrain aufgebaut. Genau, also diese Dynamik, die da diese passiert, und diese Spannung fängt ganz leise an und dann kommen so Slide-Gitarren sowas dazu und der Bass und das Schlagzeug. Ja, und dann gibt es also so einen ganz dynamischen, ganz markanten Refrain eigentlich. Ne? Genau, da zieht es dann nochmal so richtig an da drin. Ja, und man denkt, da wird man jetzt von Schlagzeug quasi totgehauen, ja, dass da das Schlagzeug erst so richtig, oder so hat kein Schlagzeug drin, ne? Das ist, glaube ich, alles nur übers Klavier fast. Klavier, bisschen. Ich glaube, es ist eine tiefe Note auf dem Klavier oder sowas, oder irgendwie ein Soundeffekt, der da aufgerufen wird. Also live spielt da schon ein Schlagzeug mit, aber auf der Studioversion, das ist sehr Schlagzeug. Wie soll man sagen, also entweder ohne oder ganz, ganz im Hintergrund irgendwie. Aber das ist so, das
ist so markant und haut so rein, dieser Refrain. Und dann auch halt im Vergleich zu dem Rest von dem Lied, das ist der absolute Kracher. Also das ist für uns beide mit Abstand, naja, mit Abstand kann man jetzt schlecht sagen, wenn man so ein gutes Album an sich hat, aber das ist für uns der Song auf dem ja. Album. Das ist wirklich der Kracher. Das hört euch mal an. Ja, ganz großartiger Song. Ja, ja. Können irgendwann mal, es gibt leider keine Studioversion mit Video, es gibt eine Live-Version. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Reaction dazu nochmal losgelöst. Ja. Ich habe ja dann, als wir das letzte Mal, wir haben ja das Video schon mal gemacht oder den Podcast, die Folge. Und da hatte ich dann irgendwie sowas gesagt wie, wenn ich das mal oder wenn wir das mal irgendwann spielen können, dann covern wir das auch. Und ich habe mir jetzt tatsächlich jetzt so, ich will nicht sagen, dass ich das perfekt spielen, also ich kann es nicht perfekt spielen, auch nicht annähernd, aber ich kann größten Teil jetzt auf der Gitarre schon mitspielen von dem Lied. Ne? Und das macht auch schon irgendwie Spaß. Allein auch, ich mag schon das Anfangsriff irgendwie so, ne? Irgendwie das, aber dieser Refrain dann trotzdem, das macht auch immer noch auch viel Spaß, irgendwie so mitzuspielen. Könnte man auch einfach, also man kann es, dann wirkt es natürlich nicht so pompös, sag ich mal, aber auch allein auf der Akustikgitarre spielen. Ja. Den Song. Also bei der Live-Version, die ich mir da angeguckt habe, da ist auch, man merkt halt, da fehlen irgendwie ein paar Gitarren. Du hast ja die Dice Fits zweimal live gesehen. Ja. Haben die das gespielt? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, ich glaube nicht. Müsste man mal googeln, aber ich glaube nicht. Das ist ja, du hast ja der Mark Knopfler spielt ja live einfach nur diese, ich sag mal, Rhythmusgitarre, ne, diese Akustik-Rhythmusgitarre, aber auf der Studio-Version sind ja dann, glaube ich, immer noch so Slide-Einwürfe. Genau, die Slides sind. Das ist komplett weg oder das übernimmt so ein bisschen die Keyboards dann. Ne? Ja, genau. Aber ich glaube, das wird eigentlich mehr oder weniger weggelassen. Ja, ist eigentlich schade, weil das macht für mich so ein bisschen die Spannung aus. Ich bin jetzt kein großer Slide-Fan per se eigentlich. Ja. Aber das ist schon ganz cool. Wir könnten irgendwann mal eine Folge machen über Slide und mal gucken, wo... Ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt, wir könnten ja mal eine Folge über Unterschiede zwischen Live und Studio machen. Da hätten wir das super reinbringen können. Das wäre ein perfektes Beispiel gewesen. Ja, stimmt. Ja. Aber da hatte ich die Live-Version noch nicht angeguckt. Genau, und ich habe nicht dran gedacht. So ist das. Kleiner Nachtrag dazu. Ja. Das war Man's Too Strong und jetzt One World. Das ist nochmal so eine Abtempo-Nummer, ne? Das ist die kürzeste Nummer auch hier mit knapp über, also 3,5 Minuten. Ja, ist so schnell, dass es so kurz ist. Genau, stimmt, deswegen. Ja, One World. Ja, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil wir es jetzt inzwischen wissen, dass der Tony Levin da Bass gespielt hat, aber es ist sehr, sehr basslastig. Ja, und geiler Bass. Es groovt wie die Sau, finde ich. Und aber auch mit wenigen Noten, das ist halt so das Markenzeichen ja von Tony Levin, hatte ich ja in unserer Bassfolge schon gesagt. Aber allein, wenn er dann halt dumm, dumm, und dann diese Zwischendinger dann nochmal da reinspielt, gell? Gut, so gut wie es wir halt wieder kennen. Wir kennen dann halt wieder so diese Eigenheiten, die wir dann da irgendwie so mitsummen oder so. Und das macht dann schon Spaß. Aber vom Bass geile Nummer. Ein bisschen Abtempo. In der Mitte ist ein ruhigerer Teil. Ja. Ne? Und dann kommt halt nochmal das Gleiche nochmal hinten dran irgendwie. Wie gesagt, ist eine kurze, nette Nummer. Also ich glaube jetzt, ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch ein Hit geworden, weiß nicht, aber ich glaube eher nicht. Schwer zu sagen. Also es ist eine schöne Nummer. Ich habe damals in Frankreich, den habe ich auf meiner Kassette mit drauf gehabt, das weiß ich noch. Und den letzten aber dann auch, oder? Ja, ja, den auch. Also Brothers in Arms, das war halt auch in meiner Erinnerung ein Riesenhit, auch wenn Wikipedia das irgendwie nicht so ganz sagt in Deutschland, aber da ist es halt auch so ähnlich wie, wo hatten wir das gesagt, bei Ride Across the River, da wird halt keine Note zu viel gespielt jetzt auf der Gitarre, also generell erstmal auch eine ganz ruhige Nummer, ich denke mal, die meisten von euch werden das kennen, oder? Orgel, sehr schöne Orgel, ja, die das Lied so trägt, Schlagzeug ist auch sehr reduziert bis gar nicht da, und durchgängig halt die Les Paul angezerrt, ne, die dann halt immer Filz bringt und dann halt auch zwischendurch mal ein Solo spielt. Und ich glaube am Ende sich auch mit der Orgel mal so ein bisschen abwechselt oder sogar gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Leadlines spielen. Also das ist schon... Ja, also eine perfekte Nummer irgendwie. Ja, also es ist eine wirklich traumhaft schöne Ballade zum Weinen, schön.
Also schlägt für mich so in die gleiche Kerbe wie, sagen wir mal, Who Wants to Live Forever von Queen oder sowas. So, so die Größenordnung hat das. Also. Textlich geht es jetzt natürlich mehr so um die, wie sagt man? Waffenbrüder. Ja, es geht nicht um Brüder, die sich in den Armen liegen, sondern... Nee, Brothers in Arms, Waffenbrüder. Also es geht natürlich um Krieg und um die, ja... Differenzen das, zwischen Menschen und, ja. Und, ja, das Kriegquatsch, also blödes, ne, quasi. Ja. Ein Antikriegssong, kann man schon so sagen. Ja, also wer den nicht kennt, dem kann man auch nicht mehr helfen. Ja. Auf jeden Fall anhören, ne? Brothers in Arms. Am besten das ganze Album, aber den Song sollte man auf jeden Fall kennen. Ja, sollte in keinem Gitarristengehör fehlen. Genau. Ja, und dann sind wir durch mit dem Album. Ja. Und sind quasi fertig mit der Folge, oder? Ich denke auch, diesmal haben wir es geschafft. Seit Monaten eiern wir mit dieser Folge rum, aber das war es jetzt vielleicht. Ja, ich bin auch so ein bisschen froh, weil das ist natürlich immer... wenn man irgendwas zum zweiten Mal irgendwie bespricht, ja, das ist dann immer, obwohl ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es jetzt war. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und dass wir uns jetzt innerhalb des Jahres schon zum zweiten Mal mit diesem Album nochmal beschäftigt haben, war schon schön. Ist ein wirklich tolles Album. Ja, ja, genau. Und ich denke mal, wenn wir das jetzt irgendwie noch zusammengeschnitten haben, ist die Folge dann auch nicht ewig lang. Die andere wäre ja dann auch irgendwie eine Stunde 15 oder noch länger gewesen, glaube ich. Ja gut, aber die jetzt wird, glaube ich, auch stramm. Aber lasst euch überraschen, wenn ihr es bis dahin geschafft habt. Wieder vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ja, und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. Und wir machen dann noch demnächst irgendwann mal ein Dire Straits Reaction-Video zu Telegraph Road. Okay. Ja. Word. Bis dann. Bis dann. Gut. Tschüss. Cut. Genau.